Daniel, was geht es so ab und warum geht es im Städtli? Wir machen hier Brandschutzschulung für alle Bewohner, die hier anwohnend sind. Das heisst, wir sagen ihnen ein bisschen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen im Brandfall, wie sie sich verhalten sollen und was für Löschmittel das hier vor Ort sind und wie sie die einsetzen haben. Speziell im Städtli jetzt? Ja. Genau, das ist natürlich sehr historisch. Es ist sehr Städtli, oder das Einzige, das noch nie abbrennt ist, und das werden wir eigentlich so behalten. Und dass sie da immer ein Ereignisfall die Möglichkeiten haben, um gewisse Sachen selber zu intervenieren. Es sind ein bisschen grössere Schläuche, ein bisschen mehr als ein Gartenschlauch hergibt. Und darum machen wir heute die Schulung, dass die Leute wissen, wie sie bedienen und wie sie das Ganze handhaben müssen. Du, Bernhard, jetzt eine Übung und nicht einmal einen Film vom Kuno. Haben wir noch nie erlebt so, hä? Nein, ja. Mal etwas völlig anderes. Die Adriane hat gesagt, sie will unbedingt ins Städtli. Ja, Städtli ist ein Magnet. Und übrigens, wenn die Tochter vom Gemeindepräsidenten will dahergehen will, also ist ja ganz wichtig, weil die Führer braucht unbedingt später mal Frauen. Und wenn jemand Interesse hat bei der Führer, ja, dann ist das sicher sehr gut. Das Wasser hier, das langt natürlich dann nicht zum Löschen im Städtli. Wobei eben im Städtli es nie brennt, Gott sei Dank. Die Feuerwehr hat auf jeden Fall einen Haufen Material mitgebracht. Ja, das ist Sibyl, Feuerschutzkommissionspräsidentin und der Gemeindepräsidentin. Ja. Und dann hat man langsam ein bisschen die Gruppen eingeteilt. Es ist darum gegangen, Hydranten kennenzulernen, wie spritzt man und eben Theorie. Das ist übrigens dann der Korb, der Schlauch, den müssen wir mitnehmen. Dort runter zum Beispiel und dort anhängen. Mit dem kommt man etwa, je nach Druck, den man auf dem Hydrant hat, also sagen wir 25 Meter weit, 30 Meter weit. Und mit dem. Wir sehen es nachher noch, wir haben hier etwa 5 Meter abstehende Leitkegel aufgestellt, um zu schauen, wie weit man kommt. Man kann es jetzt auch, da kommt kein Wasser raus, wenn es so aussieht. Den kann man wegnehmen und könnte man jetzt hier noch wechseln. Der grosse Unterschied ist der sogenannte Sprühstrahl. Also das ist eine grosse Dusche vor allem. Aber für euch, denke ich, ist vor allem der wichtig. Weil ihr seid, wenn ihr es dann brauchen würdet, wir hoffen nicht, wäre eher aussen dran, also ihr könnt das Haus schützen von aussen dran, das nächste. Du noch etwas, Manuel? Ja, beim offen zu machen ist es auch relativ einfach. Es ist relativ einfach, wenn das Stück hier gerade auszeigt, dann kommt das Wasser. He? Und wenn ihr hier den Hahn zumacht, dann kommt kein Wasser mehr vorne raus. He? Das ist nicht die einzige Bedienung, die wir hier haben. He? Denken daran, langsam offen zu machen, weil wenn wir hier schnell offen zu machen, das hat nachher alles. Schläge, die es retour gibt, wo jeder Schlauch dann quasi wieder, das merken wir dann auch ein bisschen beim Ausprobieren. He? Einfach hier die Bedienung, sie geht dann auch ein bisschen strenger als jetzt, aber einfach langsam offen zu machen. He? Strahlrohr bedienen tun wir immer das zweite, weil das kann sich einer auf das konzentrieren und der andere kann immer ein bisschen helfen mit dem Schlauch und kann dort ein bisschen unterstützen. He? Also wenn jetzt der Marc Strahlrohr in der Hand hat, dann steht der Zweite hinterher und hebt ihm hier den Schlauch ein bisschen. Es ist dann viel ringer, dann kann er sich besser bewegen. Gut, dann probieren wir das aus. Eine kleine Frage, wie ist der Schlauch hierher gekommen? Der Schlauch? Der kommt mit dem Korb hierher, wo die Leute hierher drehen. Aha, okay. Erreichen, sagen wir mal so. Die Frage, wie fest das brennt. Wir hoffen es nicht. Wenn natürlich ein Haus schon fest brennt, das ist ja alles aus Holz, wenn schon fest brennt, ich bin jetzt einfach ehrlich mit euch, mit diesem Strahler könnt ihr das Haus wahrscheinlich nicht heben. Ja. Was ihr dann könnt machen ist, wenn ihr gerade die zwei Häuser dort seht, mit dem schaut ihr zwischen ihnen wie eine Wasserwanke liegen. Ja. Das Haus, das dort rechts ist, dass ihr, ich sage jetzt, 5 Minuten könnt heben, bis wir von den Führern da sind. Ja. Das ist etwas. Wenn du direkt gerade reinsprühst, ihr seht nachher, wie viel Wasser das kommt. Das Feuer verspickt. Also, mit dem musst du jetzt gar den Feuer auslöschen. Da verteilt es überall. Ist schon gelöscht. Aber einfach überall Glut nachher und Sauerei. Das ist wirklich erzählend, denn wenn wir es hier machen können, ein paar Darstellungen, mal schauen, was für eine schöne Wand das gibt mit dem. Gut, probieren wir es aus. Gut. Bringt den Meister. Du musst aber helfen, gell? Ist schon offen. Oh, ein Druck. Also ich habe jetzt 4 Klopfer. Probier schon mal. Ich kann nicht aufhören. So muss schon etwas gehen, oder? Eigentlich könnte so. Für den ganzen? Ja, ja, stand in der Zeit kaputt. Ich habe noch keinen Druck. Also jetzt wird es. Jetzt kommt er noch. Jetzt, Achtung! Wenigstens. Ja. Jetzt der Schlauch wird dann härter, jetzt kannst du da ihm da ein bisschen helfen. So, ja. Genau. Achtung, den Rot öffnen!
So. Jetzt du mal. Nein, da du hast du. Eben. Also ich finde das etwas sehr wichtig. Ich finde es super von der Feuerwehr, dass sie das hier im Städtli machen mit den Städtli-Bewohnern, damit sie hier mit diesen Schläuchen, mit dem Spray wirklich aufzeigen können, wie funktioniert das Ganze. Und das ist für die Städtli-Bewohner ein sehr wichtiger Bestandteil in Bezug auf Sicherheit. Und in der ersten Phase, bis die Feuerwehr kommt, wenn es hoffentlich hier nie brennt, aber dass sie gleich kommt, schon anfangen zu löschen und das Feuer bekämpfen. Jetzt hat mir eine Städtli-Bewohner gesagt, sie sollen immer Zigaretten zusammensammeln. Es liegt nicht nur von den Touristen. Es ist halt schon relativ schwierig, um das immer alles im Auge zu haben. Ja, das ist natürlich eine Schwierigkeit für sich. Wir haben zwar im Städtli hin hat es überall Tafel, dass man nicht so rauchen und nicht rauchen in dem Sinn. Aber ja, wie es so ist, hat uns halt einen Haufen gleich. Und ich finde es ja, gut, wenn das zusammengesammelt wird. Aber eben, mein Appell ist natürlich, dass man im Städtli Werdenberg nicht riecht. Ja, das sind immer die Täfel, die es überall hat, die überall hängen und wo anscheinend sich einfach viele Leute leider nicht daran halten. Eigentlich schade. Sehr das ist ein Städtli von der... Weißt du, die können das gerne in die Schätze, die latschen einfach da durch, sie wissen noch nicht warum. Oder sie, und das hat auch mit dem zu tun, dass die Buchs immer mehr zubetoniert wird. Die Leute wissen bald nicht mehr wohin, oder? Dann gibt es einen Druck auf uns. Genau, das ist original hier von der Städtli wie unten, wo wir jetzt im Bild nicht zeigen. Aber das ist schon schade. Das älteste Städtli von der ganzen Schweiz hat noch nie gebrannt. Und ich glaube, ja, da müssen wir schauen, dass es das so bleibt. Ja? Weil wir auch so acht gehen und im Pferd praktisch nicht schlafen, oder? Das 42 Rüstwagen, dort haben drei Leute vorne in den Platz, ist der Maschinist plus zwei Feuerwehrleute. Die können sich ebenfalls mit Atemschutz ausrüsten am Anfahrtsweg, wenn es sein muss. Und das ist eigentlich eine grosse Werkzeugkiste. Ja? Da haben wir alles Material für die technische Hilfeleistung drauf, um eben Türen öffnen, Wasserwehrmodul und so weiter, wo wir dann da zur Verfügung haben, je nachdem, was wir brauchen im Einsatz. Dann haben wir die drei Mannschaftstransporter. Das ist ein 9-Plätzer. Der Defender hat für 8 Leute Platz und der VW-Bus hier ebenfalls für 9, wo wir dann brauchen, um die Mannschaft auf den Platz herzubringen. Jedes von diesen Fahrzeugen hat auch einen Anhänger. Das heisst, der Mannschaftstransporter Grabs 3 hat hinten dran einen mobilen Grossraumlüfter. Mit dem können wir bis zu 400'000 Kubik Luft bewegen pro Stunde. Hier können wir mit Wasser einen Zubringer drauf geben und können eigentlich mit dem so wie eine Nebelwand machen. Das heisst, den könnte man jetzt hier anstellen, die Luft aufblasen lassen, Wasser zumischen und dann haben wir hier so wie eine Wasserwand zwischen die Häuser rein, die uns wieder hilft. Wie mit einem Feuersprung und so weiter, dass man eben so Glusen und so Sachen können löschen können. Fertig mit der Theorie, aber die Theorie ist natürlich auch wichtig, um eben zu zeigen, wie leistungsfähig gerade zur Feuerwehr auch ist, wenn wirklich mal etwas passieren sollte, gibt auch eine gewisse Sicherheit. Jetzt ab zum Posten Hydrant. Gut, wir grüßen euch noch zu unserem Posten, Bedienung Hydrant. Wissen wir, wie viele Hydranten das rein und wo die sind, so im Städtchen? Wie es nur zu ich weiß. Nein, vier. Ja. Vier weiss ich, ja. Mehr weiss ich nicht. Gibt es noch mehr? Es sind vier. Vier, gell? Mhm. Das ist also mit sauberem Wasser gelöst. Bedienung ist ganz einfach. Könnt ihr mal ein bisschen näher kommen. Dass ihr auch rein seht, was da alles drin ist. Wir haben einerseits in der Mitte die Hauptspindel. Und auf der Seite, die zwei sind Seitenabgänge. Von der Seitenspindel. Dann die Aussenspindel, die müssen offen sein, ein bisschen. Also machen wir es zu. Der ist jetzt schon zu. Dann der, ach, ein Mikrofon. Machen wir zu. Dann innen öffnen. Ganz langsam. Irgendwann klickt es ein bisschen. Jetzt runter. Ja, jetzt. Mhm. Jetzt haben wir Druck drauf, jetzt rauscht es dann ein bisschen. Dann öffnen.
bis ein Anschlag her, einfach locker, nicht zu fest. Dann musst du ein bisschen auf die Seite sein. Ihr könnt auch aufwärts damit. Die haben ein normales Gewinde, könnt ihr rausdrüllen. Wenn sie zu herb sind, passt der auch da drauf. Also dann könnt ihr auch so und nachher lösen. Seite tun und nachher muss man einmal noch spülen. Das ist der nächste. Und darum ist es gut, wenn wir hinter dem Hydrant stehen und nicht davor. Jetzt einfach ein Sprutz Wasser rauslassen, eigentlich auf beiden Seiten. Ich habe es nicht im Griff bis vor, gell? Das ist gut. Also auf beiden Seiten. Probier es mal. Bist du sicher? Probier mal, okay. Gut. Soll ich mehr? Dann zum Zumachen, Seitenspindel wieder zumachen. Mittelspindel zumachen. Und da geht man schon ein bisschen herab, einfach anziehen, da wieder ein bisschen öffnen, zum Entlasten. Und wenn sie jetzt nicht spritzt, haben wir die Mittel richtig zu. Aber bis man den wieder zumachen muss, wenn wirklich etwas ist, sind wir sicher da. Also zumachen wir den, aufräumen tun wir. Es geht einfach darum, dass ihr auch wissen, wie es dann geht. Den Deckel wieder drauf und die wieder rein schrauben. Wissen wir, wo die F sind? Hat er das euch gesagt? Nein. Also wenn ihr auch vorher hochgelaufen seid, auf der rechten Seite hat es ein F. Dann kommt es noch schnell anschauen, wenn ihr runterlauft. Hat es ein Stellchen oder was ist, hat es ein F drauf, öffnet die Tür, genau. Öffnen, ist das F, ist der Team versorgt. Es ist unter einem Plastik hinten. Also wenn ihr jetzt öffnet, seht ihr nicht genau da, wo jetzt unten steht, sondern ist so unter einem, ja, ein bisschen vergilbten Plastik. Muss ihr eben lupfen und dann ist darunter hin das F mit dem Schlüssel dran, mit dem Schlauch dahinten und mit einem Strahlrohr, den ihr dann im dritten Posten und dann beüben. Genau. Und der eine ist noch beim Schloss, also beim Schlangenhaus hinten. Wenn ihr gerade hinten lauft, in Richtung Schlangenhaus, seht ihr heute aus dem Reft, dort ist auch der Kasten, wo ihr kommt, öffnet, auch wieder mit dem Reft hinten. Genau. Dort haben wir den Schlüssel hin. Gut, dann können wir arbeiten.